Ja, moin, ich bin Sally, ich bin 21 Jahre alt, studiere im 6. Bachelorsemester Lehramt Germanistik und Politik und Wirtschaft. Mich hat es aus Hannover hier an die Küste verschlagen und mittlerweile könnte ich mir das Leben ohne Meer auch gar nicht mehr vorstellen. Moin, ich bin Sebastian, studiere hier in Flensburg International Management Studies, mache jetzt hier meinen Master. Mal schauen, was so der Tag noch bringt. Ich freue mich auf jeden Fall und lass mich mal überraschen. Einmal die Woche treffen wir uns hier am Mittwoch und nachmittags, wer dann hier ist, kann gerne mitsegeln. Auch der Könner oder Anfänger, das ist ganz egal. Segeln lernen auf den historischen Lüttfischerbooten. Und das kostenlos. Hennes Heyer vom Museumshafen in Flensburg macht's möglich. Das, was uns zusammenhält, solange keine Seele den Glauben. Ja, das Meer ist natürlich auch ein Stück weit Freiheit. Du kannst immer weg, wenn du segeln kannst. Es gibt halt nichts Schöneres, als wenn man nach der Uni, nach der Vorlesung, es ist warm draußen, man hat sein Bikini schon im Rucksack und fährt nach der Uni an den Strand und geht baden. Also viel Negatives gibt es da eigentlich nichts dran, außer den kalten Ostwind, den wir hier oben immer haben. Und dann ab und zu ein bisschen Regen, aber sonst... Man merkt halt, dass man auch schon wirklich fast in Skandinavien ist, ne? Also es an der dänischen Grenze. Die Klimaverhältnisse sind hier auch echt nochmal anders als in Mitteldeutschland. Man denkt immer so, ja, okay, wenn man nach Hamburg kommt, ist man jetzt im Norden angekommen und dann muss man halt noch nach Flensburg und ja, ist halt noch ein Stück weiter. Also das sind dann halt nochmal anderthalb Stunden. Aber ja, wenn man dann hier ist, ist schön, aber man muss halt auch erstmal den Weg hierher finden. Die maritime Lage an der Ostseeförde beeinflusst seit Jahrhunderten das Leben der Menschen in Flensburg. Die Altstadt aus dem 13. Jahrhundert ist heute noch weitgehend erhalten. Wir sind jetzt hier am Olof-Samson-Gang, eine kleine, wunderschöne Straße hier in Flensburg, die zum Hafen führt. Die hat auch ein bisschen Geschichte. Früher lebte Flensburg ja vor allem vom Hafengeschehen und da kamen viele Seemänner an, ausgehungert. Und das war hier das kleine Rotlichtviertel. Heute beliebt für Touristen mal zum Langspazieren, auch aufgrund der schönen Häuser. Genau, und dann gehen wir jetzt noch einmal durch die Stadt zu unseren Lieblingsplätzen, zeigen, wo da die schönen Ecken sind und was man als Student auf jeden Fall gesehen haben muss und wo man immer mal Zeit verbringt. Ja. Flensburg wurde im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört. Deshalb finden sich hier viele schöne Plätze, wie der Sündermarkt. In den historischen Kaufmannshöfen und Kapitänshäusern gibt es heute hippe Läden und Bistros. Wie auch Sallys und Sebastians Stammlokal Strandgut. Hi, na, alles klar? Dann hätten wir noch Couscous mit Curry-Käse. Dies ist eine Lachslauchsuppe. Paella oder eine Lachsspinat-Lasagne. Glaube ich, nehmen. Sally hat sich Flensburg als Unistadt bewusst ausgesucht. Als erstes war mir wichtig, ich möchte keine Großstadt. Ich möchte eine Stadt mit einer familiären Atmosphäre, mit kurzen Wegen. Das ist in Flensburg total schön. Meine meisten Freunde wohnen wirklich fußläufig von mir entfernt. Dann kam da der Aspekt mit dem Meer dazu. Ich habe relativ früh das Segeln für mich entdeckt. Generell kann man sagen, Flensburg lebt auch so von Unikaten. Also hier, man trifft sich, man sieht sich, man kennt sich in der Stadt. Und das ist eigentlich alles, was mir so wichtig ist im Studentenalltag. Was auch noch ganz witzig ist, bei mir im Studiengang International Management Studies ist es halt so, dass da der Frauenanteil wahnsinnig hoch ist, gefühlt irgendwie... 90% Frauen. So manchmal ist das natürlich auch kompliziert, aber so im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ganz witzig. Ja, das mit den Jungs, die gibt es zwar nicht so viel, aber ich habe das ein bisschen ausgeglichen. Ich wohne mit dreien zusammen. Angenehm, wenn man abends im Club unterwegs ist. Ja, schon schön, ne? Wenn Sally und Sebastian ein typisches Mitbringsel aus Flensburg empfehlen, dann findet sich das in der Marienstraße bei Johansen. Seit 1878 wird hier rumgebrannt, das Lieblingsgetränk der Flensburger. Die Flensburger entwickelten eine eigene Technik und einen ganz eigenen Geschmack,
den nur der Flensburger Rumverschnitt mit mindestens 37% Alkoholgehalt hat. Im 18. Jahrhundert war Rum das wichtigste Handelsgut der Stadt im hohen Norden und Flensburg einer der bedeutendsten Handelshäfen für die Schiffe der Westindienflotte. Ihr Ziel war die Karibik. Von dort brachten die Händler starken Rohrum mit. Ein jeder für den anderen sind Brüder, Mann für Mann. Die Seefahrergeschichten inspirieren bis heute die Band Santiano von Musiker Pete David, den Flensburger VIP schlechthin. Sonst an Läden, eigentlich in der Fußgängerzone, sind wir mittlerweile ganz gut ausgestattet. Was machst du am liebsten, wenn du hier bist in Flensburg? Sitz auf meinem Boot. Hast du ein Boot? Ja, aber in den Museumshafen Kreisen bin ich Verräter, weil ich habe ein Plastikjacht. Aber ich finde es eine von den besten Häfen hier im Norden. Schön übersichtlich, schön groß. Stadt ist auch. Also, man hat alles, was man braucht. Hat man. Also, Nachtleben ist auch gut. Finde ich auch. Kann man ordentlich mal in die Kneipe gehen. Ja, ja. Und wenn man nach Flensburg kommt, eine Besuchswert ist die Museumshafen, wo wir jetzt sitzen. Auf jeden Fall für die Fischbrötchen. Ne? Ich wollte mal sagen, Bens Fischbrötchen sind hier oben im Norden bekannt. Die letzte Fischbrötchen vor die Grenze. Ja. Und dann kommen Hot Dogs. Also, ja, und dann gibt es nur noch Hot Dogs und Lakritz. Genau. Dass Flensburg vom dänischen Lifestyle geprägt ist, merkt man nicht zuletzt an den dänischen Bäckereien. Ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel dafür, dass die Dänen sehr präsent sind. Das sind ja auch unsere Nachbarn. Da lebt die Stadt natürlich auch. Das sind zwei verschiedene Kulturen. Auch die Sprache, wenn man durch Flensburg geht, sieht man eigentlich alles immer auf Deutsch und auf Dänisch erklärt. Sally und Sebastian bewohnen zu viert, mitten in der Innenstadt, ein Speicherhaus aus dem 19. Jahrhundert. Einer ihrer Mitbewohner zieht bald aus. Jetzt suchen sie einen netten Nachfolger. Ja, wir freuen uns auf deine Anfrage. Momentan eine Frau und zwei Männer. Hoffentlich kriege ich mal wieder eine Frau hier rein. Ja. Was hatten wir jetzt für einen Preis gesagt? Genau, also ich habe das nochmal durchgerechnet. 240 kalt plus 50 Euro Nebenkosten. Und dann haben wir auch einen kleinen Puffer, falls wir mal Heizkosten im kalten Flensburg nachzahlen müssen. Bei 23 Quadratmetern Zimmergröße. 155 ist die ganze Wohnung. Wir sind eine Vierer-WG. Die WG liegt direkt neben der Norderstraße, die wohl zu den skurrilsten hier gehört. Warum hier all diese Schuhe hängen, das ist und bleibt ein Geheimnis. Und zwar werde ich gleich meine alten Treter, die haben, würde ich mal sagen, ausgedient, hier an diese Leine werfen. Mit den Schuhen hatte ich eine schöne Zeit. Die sollen jetzt hier hängen in meiner Studienstadt. Beuter der Meer stehen immer fest zusammen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Altstadt in Sonnwig erwartet die beiden ein ganz besonderes Erlebnis. Heute dürfen sie erstmals ihre Unistadt ganz anders kennenlernen als andere Studierende. Aus der Vogelperspektive. Es ist einfach eine ganz besondere Lebensqualität, morgens aufzustehen und als erstes irgendwie das Wasser zu sehen, wenn man auf den Bus wartet. Ja, ist halt schon schön, weil man hier an einem Ort ist, wo andere halt herkommen, um Urlaub zu machen.